Hallo, meine lieben Krebse. Ja, herzlich willkommen bei unserem Monatsreading für den Monat Februar. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Januar. Für alle, die neu sind auf meinem Kanal, bei mir bekommt ihr Monatslegungen für die Sternzeichen und Jahreslegungen. Schaut gerne mal in die Playlist rein. Und wie immer fühle ich ja einmal vorher ein bisschen rein, aber diesmal ist das Universum ganz lustig. Ich kriege für jedes Sternzeichen einen Song. Ja, bei euch war es, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es ist schon eine Weile her. Ich war zumindest noch Kind, als das Lied rauskam, aber es ist mir bekannt und zwar von der Gruppe Aha. Das mit dem netten Video, wo der gut aussehende Typ aus dem Comic springt. Und zwar das Lied Take on Me. Take on me. Also ihr werdet euch vielleicht erinnern. Wer es nicht kennt, kann gerne mal googeln. Dann findet ihr das als Video. Ja, war damals, glaube ich, ein großer Renner. Musste tatsächlich erstmal in den Text reingucken. Ich hatte mich mit dem Text noch nicht so befasst. Und da geht es darum, dass der gut aussehende Herr in dem Comic angenommen werden möchte, gesehen werden möchte und wenn es nur für ein oder zwei Tage ist. Und ja, da kriege ich gleich hier glatt voll die Gänsehaut. Es hatte sich ja auch schon in den vorherigen Monatslegungen so gezeigt, dass da was Neues auftaucht und ich war natürlich auch ein Stück weit neugierig, ne, was da jetzt kommt. Ja, wollen wir mal schauen, wie sich die ganze Sache hier darstellt bei euch. Wir haben hier einmal eine Überschrift aus dem. Jetzt habt ihr mich völlig aus dem Konzept gebracht. Also, wir lassen natürlich eine Karte springen von den Weisheitskarten von Colette Baron Reed. Und danach gehen wir in die Legung mit dem Seelereisen-Tarot von der Julia Aurelia. Oh Gott, ich bin da ein Durcheinander. Da kriegt ihr eine Karte für Ziele, Wünsche für Februar. Was hindert euch? Was kommt von außen an hinderlichen Einflüssen? Dann, was ist hilfreich und welche hilfreiche Unterstützung kommt von außen und dem voraussichtlichen Ausgang? Es ist natürlich keine reine Liebeslegung, ne? Es kann auch sein, dass es eine Thematik ist, die jetzt in deinem Leben einfach mehr Raum nehmen möchte. Eine Leidenschaft, ne? Wo ihr mehr Zeit reingeben wollt oder die jetzt wahrgenommen werden möchte. Wir gehen dann noch in die tiefere Deutung mit den Karten von Giro Manchetti und es gibt natürlich zum Schluss auch noch den Rat des Universums und da lasse ich mich intuitiv leiten, mal gucken, welche Karte, welcher Stapel hier da zur Verwendung kommen will. Ich habe hier Karten von Chuck Spezzano zum Beispiel oder meine Aloha-Karten. Da sind wir ja dann flexibel. Nur vorneweg wäre ganz Neues auf meinem Kanal. Könnt meine Playlist mal durchstöbern. Da findet ihr ganz interessante Sachen zum Vollmond und Neumond. Ist jetzt ganz neu die Neumondlegung für den 21. Januar, für den 7., ich glaube, 7. Februar ist es. Da gibt es dann die Vollmondlegung und da gibt es dann auch hilfreiche Impulse. Ansonsten die Wochenlegung. Mal wieder gerne genommen. Wer möchte, kann gerne ein Abo hinterlassen, wenn es dir gefallen hat. Freue ich mich über ein Like und ein nettes Kommentar. Und ganz neu gibt es auch die Funktion Thanks. Ich weiß noch nicht, ob es aktiviert ist. Probiert einfach. Ich freue mich natürlich mega darüber, ne? Also, wollen wir starten? Krebs, Februar 2023. Was ist hier los? Was ist Thematik für Krebs? Verschlucke ich mich hier glatt. Bleibt mir glatt die Spucke weg. Beistand, Beistand auf dem Kopf. Oh yeah, Beistand. Da gehen wir davon aus, dass, also wir haben hier die Nummer 34 zum einen, ne? Also 3 und 4 für den einen oder anderen sind immer die Zahlen wichtig. Und die 3, da geht es halt um ja, die Einheit in dir, etwas zum Ausdruck zu bringen. Und es ist auch immer so eine Einheit zwischen Körper, Geist und Seele. Das will alles in die gleiche Richtung gehen, ne? Und die 4, die spricht von Manifestation und auch einer Stabilität. Es geht eben darum, wieder eine gewisse Stabilität in deinem Leben aufzubauen. Vielleicht ist da ein bisschen Unruhe bei dir
Zusammen haben wir die sieben, das ist die Spiritualität. Wir haben auch ein recht spirituelles Jahr, ne? Also 2023 entspricht auch der Zahl sieben. Und in irgendeiner Weise denkst du vielleicht immer, du musst alles alleine wuppen. Dem ist nicht so. Du hast hier Unterstützung. Wir hatten das, glaube ich, in der Januarlegung auch schon. Wart ihr nicht diejenigen mit dem Engel? Der Engel, der so gesagt hat, psch. Also da ist irgendwas ist da bei euch an eurer Seite und ihr merkt das wahrscheinlich auch schon. Irgendeiner Weise spricht da was zu euch oder unterstützt euch. Ihr könnt mit denen auch Kontakt aufnehmen. Der ein oder andere von euch ist da sehr, sehr empfänglich dafür. Ja, das freut mich sehr, weil ihr seid, glaube ich, manchmal etwas unsicher in euren, ja. In eurer Situation braucht ihr aber gar nicht sein, wirklich nicht. Ne? Also das, ihr seid da nicht alleine. Und das sieht auch ganz gut aus. Das steht alles wirklich unter einem guten Stern. Ihr seid da beschützt in der Situation, in der ihr gerade seid. Mir kommt auch rein, dass für den einen oder anderen hier eine Beziehungsthematik so ein bisschen an Fahrt aufnimmt, dass es um eine, zumindest um irgendeine Herzensentscheidung geht. Es könnte da um ein Feuerzeichen gehen, Widder, Löwe oder Schütze. Und da wird irgendeine Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, ob du da, vielleicht will man da so weitere Schritte gehen, the next level, irgendwas voranbringen, einen neuen Weg einschlagen, gemeinsamen Weg einschlagen, also oder abchecken, inwiefern ihr eine gemeinsame Vorstellung habt vom Zusammenleben, dass ihr euch da vielleicht zusammentun wollt oder so. Also eine sehr, sehr liebevolle Energie, sehr schöne und auch vor allem sehr leidenschaftlich. Ich habe so das Gefühl, da ist sehr viel Leidenschaft drin. Wenn das keine Beziehung ist, dann könnte das eine neue Tätigkeit sein. Ach, zeigt sich schon die zwei der Kelche. Ja, zwei der Kelche ist so das Commitment, ne? Also das kann halt auch ein Job sein. Irgendeine Verpflichtung, irgendein Projekt, wo du mit jemandem zusammen was aufbauen möchtest. So, gucken wir mal rein. Ziel und Wunsch für Krebs in 2023, im Februar. Februar 2023 für Krebs. Was ist hier Ziel und Wunsch? Was ist Ziel und Wunsch für Krebs im Februar? Okay. Der Schwerter. Ich lege erstmal aus. Noch eine Klärungskarte bitte dafür. Was ist hier Ziel und Wunsch für Krebs im Februar 2023? Oh, da liegt sie ja schon, habe ich noch gar nicht gesehen. Königin der Münzen. So, die 10 Schwerter sprechen von dem Abschluss eines schwierigen Zyklus. Man möchte die Vergangenheit hinter sich lassen und möchte wirklich mit frischer Energie vorwärts gehen. Die Karte Beistand zeigt mir, dass dir das vielleicht mitunter ein bisschen schwierig, dass sich das schwierig gestaltet. Also wahrscheinlich hast du öfter mal ein Flashback, also quasi, dass dich die Vergangenheit immer mal wieder einholt. Die Königin der Münzen spricht von einer gewissen Stabilität. Sie ist diejenige, die ihr Leben fest im Griff hat, die sich und ihre Familie gut organisiert und ja, dafür sorgt, dass eben auch immer alles harmonisch läuft, dass es allen gut geht und ja, vielleicht vergisst sie sich auch selber manchmal. Das ist so die hart arbeitende Geschäftsfrau oder auch Mutter zu Hause. Vielleicht hast du auch diese Rolle in der Vergangenheit lange übernommen und das war nicht ganz einfach für dich und oder du suchst halt jetzt wieder diese Stabilität und möchtest gerne wieder in deine Kraft kommen. Sie steht eben für ein gewisses Wachstum auch, ja. Sie sorgt eben für dass gewisse Werte eingehalten werden. Sie guckt, dass die Finanzen im Rahmen bleiben, dass hier nicht mit dem Geld so um sich geworfen wird. Also sie trägt auch viel Verantwortung und vielleicht ja, möchtest du einfach auch ein Stück weit Verantwortung wieder abgeben und hier mehr in deine eigene Kraft kommen und für dich selber gut sorgen können. Ja, auf jeden Fall mit der Vergangenheit abschließen. Das ist nämlich so wahr. Aufstehen und
zur Tat schreiten. Vor allem auch wirklich in die Kraft kommen, dass du selber auch kommunizieren kannst, was du gerne möchtest. Ja, vielleicht bist du auch gerade dabei, das für dich herauszufinden, was du brauchst, welche, ob du finanziell, ob es finanzielle, materielle Güter sind, wo du vielleicht für dich jetzt hier gewisse Weichen stellst und klar auch zum Ausdruck bringst, was dir gehört und was du gerne, ja, was du brauchst und was du weiterhin mitnehmen möchtest. Das könnte auch eine Thematik sein. Wir gehen ja später nochmal in die Tiefe, in die Klärung. Gehen erstmal weiter. Was hindert denn hier? Was hindert Krebs? Welche hinderlichen Einflüsse sind hier mitunter von außen? Was wirkt hier hinderlich? Was wirkt hier hinderlich? Aha, das Ast der Kelche. Ast der Kelche hinderlich. Was ist denn das Ast der Kelche? Bitte eine Klärungskarte, bitte. Das hatte ich in irgendeiner anderen Legung bereits auch schon, dass das Ast der Kelche irgendwie ein Problem darstellte, wo ich mich immer gefragt habe, wieso kann das ein Problem sein? Weil das Ast der Kelche spricht von Fülle. Aber in dem Fall würde ich wahrscheinlich sagen, dass hier etwas vielleicht too much ist. Ein Maß ist erreicht, also so wie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt oder so. Und die 4 der Münzen spricht ja davon, dass man hier ein Fundament aufbauen möchte, aber irgendwas ist zu viel. Ja, wenn ich jetzt den hinderlichen Einfluss dazu nehme, also hier geht es ja um Stabilität. Aber scheinbar sind die Emotionen so stark, dass hier deine Stabilität irgendwie ins Wanken gerät. Oder du musst besonders sparsam sein, dich besonders zurückhalten. Also in irgendeiner Weise ist da vielleicht auch schon so ein Mangelgefühl drin, dass man ja sich sehr, sehr einsparen muss, sich sehr zurückhalten muss, was auch finanzielle Angelegenheiten anbetrifft. Und du kannst vielleicht nicht so geben, wie du möchtest und das Leben nicht so genießen, wie du eigentlich möchtest. Das Ast der Kelche spricht halt immer von großen Emotionen und eben auch immer von der Chance auf die Fülle. Aber scheinbar ist hier entweder ein gewisser Geiz angezeigt, dass man sich da nicht das zugesteht. Oder dir verwehrt das jemand? Also irgendwie ist da eine Störung drin, na ja. Wir gucken mal, was ist denn hilfreich? Was ist hilfreich für Krebs? Wollte sie oder wollte sie nicht? Nochmal. Was ist hilfreich für Krebs im Februar 2023? Was ist hilfreich für Krebs im Februar 2023? Und welche? So, da haben wir hier die Herrscherin. Eine Klärung bitte für die Herrscherin. Bitte eine Klärungskarte für die Herrscherin. Was ist hilfreich für Krebs im Februar? Was ist die Herrscherin? Wann geht es hier bei der Herrscherin? Königin der Kelche. Die Herrscherin ist die Königin aller Königinnen und ist ein Hinweis darauf, dass es für dich jetzt hilfreich ist, auf dich aufzupassen, dich zu pflegen, zu hegen und wirklich gut für dich zu sorgen. Sie ist diejenige, die im Grunde sehr empathisch sich selbst gegenüber ist und auch gegenüber anderen. Und auch wenn sie vielleicht ja hier nicht mit allem einverstanden ist, findet sie noch respektvolle Worte und Verständnis für den anderen, ohne dabei sich selber zu vergessen. Sie kann sich gut von außen abgrenzen, ist aber trotzdem, wie gesagt, noch auf einer gewissen Ebene erreichbar für den anderen.
Sie ist im Grunde die fürsorgliche Mutter und sie sorgt immer dafür, dass es ihrer Familie gut geht, dass es ihr gut geht, dass ihre Projekte zum Erblühen. Ja, das ist so die gesunde Gärtnerin, die ihren Garten bewirtschaftet und bei ihr blüht einfach alles. Ne? Das ist so die Mutti, die Blumenmutti, sage ich mal. Und Blumen sind hier quasi Metaphern, das kann alles in deinem Leben sein. Und da ist sie auch sehr mit den Zyklen der Natur verbunden. Das heißt, sie vertraut eben auch auf ein natürliches Wachstum, natürliche Entwicklung der Situation und hat da Zeit. Sie ist nicht die Person, die hier irgendwie Druck macht oder ja, die Dinge beschleunigen möchte, sondern sie sagt eben, alles braucht eben seine Zeit, ne, und gibt eben der Dinge auch die Zeit. Die Königin der Kelche, sie ist diejenige, die viel durchgemacht hat, emotional und daran auch sehr gewachsen ist. Und sie ist sich ihrer Gefühle auch bewusst. Sie ist sich ihres Selbstwertes und ihrer Selbstliebe auch bewusst, was sie vielleicht in der Vergangenheit nicht konnte. Und die beiden in Kombination, ne, ist hier für mich eben, und hier ist auch eine Königin, ne? Also wir haben hier eine Königin der Münzen, Königin der Kelche. Das heißt, es geht um deinen Selbstwert, um deine Selbstliebe, die hier jetzt wächst, die jetzt mehr Raum nehmen darf und um die du dich jetzt bitte kümmern darfst. Ja? Du darfst auch Hilfe annehmen und du bekommst auch die Hilfe. Vielleicht ist hier auch ein, ja, weiß nicht, ein Erdzeichen oder ein Wasserzeichen, was dir da unter die Arme greift. Erdzeichen wäre, lass mich kurz überlegen, Stier, Jungfrau und Steinbock. Entschuldigung. Und Wasserzeichen ist Fisch, Krebs, so wie du, und Skorpion. Ja? Für die Herrscherin gibt es, glaube ich, kein Sternzeichen. Der Herrscher wäre Widder, das wäre Feuerzeichen. Aber ich glaube, die Herrscherin entspricht keinem direkten Sternzeichen. Da sind im Grunde alle Elemente vertreten. Ne? Ist auf jeden Fall eine sehr selbstbewusste, attraktive Frau oder eben ein Mann, der diese Qualitäten hat. Das kann natürlich auch der Fall sein. Aber sehr fürsorglich auch, ja. Sehr empathisch und fürsorglich. Und vielleicht ist das auch jemand, der von außen kommt und dir hilft, wo du Impulse bekommst. Wir haben ja hier die Karte Beistand. Vielleicht ist da jemand, der dir zeigt, guck mal, was du schon alles erlebt hast, was du alles schon gewuppt hast und dir bewusst macht, dass du auch ein Mensch bist, der es wert ist, geachtet zu werden, geliebt ist und dass du auch ein liebenswerter Mensch bist. Vielleicht plagst du dich ja auch wirklich mit Schuldgefühlen oder irgendwelchen anderen blockierenden Gefühlen wie Ängste, whatever, also auf jeden Fall irgendwas, was eigentlich deinem eigentlichen Typus gar nicht entspricht. Ne? Ich weiß, Krebs ist ja auch sehr gefordert gewesen. Wir hatten ja jetzt im Januar auch den Vollmond im Krebs. Es war eine sehr emotionale Zeit, auch für alle, ne, grundsätzlich. Aber du bist ja schon mal Krebszeichen. Und es könnte sein, dass da auch einiges hochgekommen ist, wo du nicht so mitgerechnet hast. Krebs ist ein sehr stark geprägter Familienmensch und ihm ist das Zuhause und die Harmonie eben immer sehr wichtig. Und das sehe ich hier halt auch, ne? Eine gewisse Bodenständigkeit. Und du möchtest gerne dafür sorgen, dass alles grundsolide ist und dass man darauf aufbauen kann. Und im Grunde steht dem eigentlich auch gar nichts im Wege. Deswegen bin ich gespannt, wenn wir dann in die Deutung gehen mit den Karten von Gio Manchetti, warum hier das Ass der Kelche und die vier der Münzen, warum das hier ein Hindernis ist, also warum dich das so ausbremst. Ja, die vier der Münzen wird ja auch da in anderen Deck so dargestellt, dass jemand seine Sachen packt und geht. Aber wenn es darum geht, was es hinderlich ist, ja, denke ich wohl eher, dass es der um den Rückzug geht. Also vielleicht wartet hier wirklich die große Liebe auf dich und du ziehst dich hier zurück und das ist eigentlich hinderlich. Denn wir haben ja den Hinweis auf dieses Lied Take on Me. Das heißt, da ist scheinbar etwas oder jemand, was dein Herz arg berührt. Und wenn du dich dann dem verschließt, ist das natürlich hinderlich. Du darfst dir wirklich dich zeigen und für dich einstehen und auch für deine Gefühle stehen, ja. Das wäre jetzt wirklich hilfreich, wenn du dem den Raum gibst und dich dem nicht verschließt, okay?
Gut, voraussichtlicher Ausgang für Krebs im Februar 2023. Voraussichtlicher Ausgang. Wie gesagt, es muss gar keine Beziehung, muss kein bestimmter Mensch sein. Es kann halt auch einfach nur ein Interesse sein für etwas, was du gerne erleben möchtest und was du dir bisher entsagt hast, was jetzt wirklich so krass an die Oberfläche gekommen ist, wo du sagst, ich kann mich dem nicht mehr verwehren. Das kommt immer wieder auf den Plan. Zum Beispiel, dass du sagst, ich wollte schon immer diese Reise machen, ja. Ich wollte schon immer dieses Land mal bereisen. Das hast du dir irgendwie nie zugestanden oder ich weiß nicht was, ja, irgendwas lernen, was Neues lernen oder ein Hobby nachgehen und du hast das nie gemacht, weil immer die Familie wichtiger war, keine Ahnung, ja. Und dass du jetzt merkst eben, dass das kommt so stark an die Oberfläche, du musst der Sache jetzt einfach nachgehen. Wir haben hier Ritter der Münzen, bitte mal eine Klärung für den Ritter der Münzen. Eine Klärung für den Ritter der Münzen, für den voraussichtlichen Ausgang. Bitte eine Klärung für den Ritter der Münzen. Oh, der singt ja so abartig hoch, das kann ich gar nicht. Oh, Ritter der Stäbe. Also Ritter der Münzen und Ritter der Stäbe. Ritter sind immer die, die jetzt in Action treten, ne? Der Ritter der Münzen, du siehst hier, der, ich weiß nicht, ob das so ganz gut ist, halt's mal ran. Der macht hier Pläne, der will ein Haus bauen und der macht hier Pläne. Ist jetzt natürlich nur metaphorisch. Also du hast hier irgendwas, was du manifestieren möchtest, was du umgesetzt sehen möchtest und dafür machst du dir jetzt Pläne. Vielleicht geht es hier um ein Abenteuer. Ich hatte ja Reise angesprochen. Man sieht hier tatsächlich jemanden, der mit einem Wanderstock und einem Rucksack dasteht, guckt durch sein Fernglas in die weite Ferne und ist bereit für neue Abenteuer. Und das ist scheinbar auch dein Ziel, dass in irgendeiner Weise du hier neue Pläne hast, dem du gerne folgen möchtest. Und dafür darfst du dir Unterstützung holen oder du bekommst dir auch Unterstützung. Nimm die bitte an. Also wenn da, egal ob es aus der geistigen Welt ist oder aus der irdischen Welt, guck da wirklich, nimm das an, die Stimmen oder die Botschaften, die du da erhältst, die Angebote, die du da erhältst. Wir haben hier wirklich diese starke Energie drin von grundsolide Planung. Du bereitest das hier vor und das ist auch gut so, dass du hier nichts überstürzt und hier einfach so in dein Abenteuer prescht, sondern wirklich hier vorher einen Plan machst. Ich hatte ja auch vorher schon diesen Impuls, wenn es um eine neue Beziehung geht, dass man hier genau guckt, ob man die gleiche Vision hat. Ja, das ist ja eine ähnliche Energie, dass man jetzt neue Wege beschreiten möchte. Dafür müssen vielleicht gewisse Entscheidungen oder Weichen gestellt werden und dafür gilt es eben auch, sich abzusprechen, wie soll denn das Ganze schlussendlich aussehen, ja? Wohnen wir bei dir, wohnen wir bei mir, ziehen wir weg oder macht jeder trotzdem weiter seins oder ja, wie auch immer, ja? Oder beruflich, wie könnt ihr euch ergänzen, ne, wenn es um eine Berufsfrage geht oder ums Finanzielle, dass man hier vielleicht finanziell umdisponiert und schaut, wie man die ganze Sache besser darstellt, um sich vielleicht auch mal ein Abenteuer zu gönnen. Vielleicht möchte auch der eine oder andere ein Haus bauen, ein Fundament aufbauen, ein Unternehmen gründen. Irgendetwas, was damit zu tun hat, dass du ein gewisses Standing erreichst, ja, dass du in deine Kraft kommst, dass du aus deiner Kraft heraus wirken kannst. Das finde ich ja schon mal sehr schön. Dann gehen wir mal jetzt in die Tiefe und schauen ganz genau hin. 10 der Schwerter und die Königin der Münzen. Dann geht es ja darum, was das Ziel ist, was der Wunsch ist. Und da zeigen sich die Vögel. Ja, Vögel sind immer ein bisschen aufgeregt. Vielleicht hast du hier so eine gewisse stressige Situation noch, aus der du rauskommen möchtest und wo du jetzt ja, ein bisschen ein ruhigeres Leben führen möchtest, was dich nährt und was dir Kraft gibt. Und vielleicht gibt es hier auch noch ein paar Auseinandersetzungen aus der Vergangenheit. Ich sehe aber im Verlauf, dass du das hinter dir lässt. Warum geht es denn hier bei den Vögeln?
nochmal. Dann geht es bei den Vögeln. Da geht es um eine Kommunikation, ein Brief, ein Dokument, irgendetwas Offizielles vielleicht. Vielleicht eine E-Mail, E-Mail-Verkehr, viel Gespräche, viel Kommunikation, vielleicht auch ein bisschen Aufregung hin und her und hoch und runter. Und es können auch für den einen oder anderen die Schmetterlinge im Bauch sein, wenn hier jemand vielleicht mit einem anderen textet oder was. Und oder man muss hier was organisieren und das ist ein bisschen stressig, ne? Weil die Königin der Münzen ist ja die, die auch so Termine organisiert, in der Planung was abarbeitet, Listen abarbeitet. Hier könnte sein, dass ja auch noch viel zu tun ist und vielleicht irgendwelche Informationen auch bekommst, die dich immer mal ein bisschen stressen. Aber wie gesagt, Königin der Münzen, die kriegt das alles gut gemanagt, ja? Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Wenn das dein Ziel ist, dann kann es auch sein, dass du hier eine Kommunikation rausschicken möchtest, die dich eben in die Stabilität bringt, was da mit mehreren Personen zu tun hat, wo du vielleicht andere noch involvieren müsstest oder wo du was irgendwas mit Kommunikation zu tun hat, aufbauen möchtest, umstrukturieren möchtest. Also mir kommt das jetzt gerade rein, weil mich selber das jetzt gerade betrifft, ne? Also beruflich, wenn ein neues System zum Beispiel etabliert wird, ne, eine neue Software, dann sind ja mehrere, die damit arbeiten müssen, sind daran beteiligt und das ist mitunter ein bisschen stressig, weil diese Umstrukturierung meistens nicht ganz so fehlerfrei funktioniert. Vielleicht gibt es dann auch ein paar Auseinandersetzungen, ein paar Hürden, die man nehmen muss, aber Königin der Münzen, die wuppt das alles, die managt das alles, die macht Pläne und dann wird das so abgearbeitet. Und ich glaube, dass das so dein Ziel ist, eben in deiner Angelegenheit das gut und erfolgreich dahin zu bringen, dass du eben sagst, genau so möchtest du das haben und so soll das eben dann auch geschehen. Oder ja, dass eben die Dinge nach deinen Vorstellungen hier auch dann umgesetzt werden und kommuniziert werden. So nehme ich das wahr. Gut, dann gucken wir mal bei der Thematik, was hindert. Da haben wir hier das Ast der Kelche und die vier Münzen. Was hindert denn an dem Ast der Kelche? Da haben wir hier die Sense und den Turm. Macht es mir aber auch nicht einfach. Also die haben ja nun mal mehrere Bedeutungen, ne? Und da wir hier die vier der Münzen haben und den Turm und beide die Bedeutung haben von Rückzug, denke ich mal, dass es hier darum geht, dass du dich hier zurückziehst. Genauso haben wir aber auch hier, die haben auch beide die gleiche Bedeutung, Ast der Kelche und die Sense sprechen von Fülle und auch von Ernte. Also in irgendeiner Weise verwehrst du dir hier eine Ernte, eine Fülle, wenn du dich hier jetzt zurückziehst. Also zeig dich, steh da für dich ein. Du brauchst dich hier nicht verstecken. Du bist die Königin der Münzen. Du kannst ganz entspannt sagen, wie du dir das vorstellst. Und das wird vielleicht nicht jedem gefallen. Und da gibt es vielleicht auch ein bisschen Tratsch und Gerede. Aber das braucht dich nicht jucken. Du lässt jetzt hier eine schwierige Phase hinter dir. Und da gibt es in irgendeiner Weise eine Fülle, die du dir blockierst. Ne? Ansonsten kann das auch dafür stehen, dass hier eine Bank im Nacken hängt, die dir vielleicht ein bisschen Druck macht, dass du hier sparsam sein musst, ne, weil der Turm, der steht auch für Behörden, Ämter, Banken, also irgendwelche, oder eine Universität, eine Schule, oder also irgendwelche großen Gebäude, Institutionen und so. Und vier der Münzen ist eben so das, wo wir von dem Fundament sprechen, ja. Vielleicht ist es auch ein Amt, was dich dazu zwingt, jetzt hier ein bisschen sparsamer zu sein. Vielleicht macht man dir hier in gewisser Weise einen Strich durch die Rechnung. Du hast dir da vielleicht irgendwas anders vorgestellt. Das kann auch bei dem einen oder anderen so zutreffen.
Okay, lass mal das mal so stehen. Du wirst das sicherlich wissen. Wichtig ist ja die Information, was jetzt hilfreich für dich ist, ne? Aber es ist auf jeden Fall für den einen oder anderen hier angezeigt, nicht verkrauchen, ja? Nicht zurückziehen. Und nicht die Axt im Walde sein, sondern sei bitte empathisch, verständnisvoll und versuche auch hier vielleicht dem einen oder anderen mal den Kelch zu reichen und nicht hier mit, wie eine Sense, zack, den die Köpfe zu, also nicht gleich Köpfe rollen lassen oder so. Vielleicht ist das so der Grund, warum du dich auch zurückziehst, bevor du jemanden den Kopf abhackst, ziehst du nicht zurück. Das kennt man ja auch manchmal, ne? Dass man sich nicht traut, da mit jemandem ins Gespräch zu gehen, weil man denkt, oh, das geht sonst schief. Bevor das schief geht, sage ich lieber nichts. Schau mal, ob du da vielleicht dir Unterstützung holen kannst, dass du da nicht alleine bist und vielleicht findest du da durch die Unterstützung auch andere Mittel und Wege, die Dinge angemessen zu klären. Ja, ich habe so das Gefühl, dass da so Klärungsbedarf sein könnte bei dem einen oder anderen. So, die Herrscherin und Königin der Kelche. Das ist jetzt die Thematik, was hilfreich ist und was dich unterstützt. Was unterstützt denn Krebs im Februar 2023? Wieder die Dame, ne? Dame, 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 also viel weibliche Energie. Ich gehe davon aus, dass du das bist, die hier sehnsüchtig aus einem Fenster guckt, eine gewisse Reife schon hat, was aber nicht heißt, dass sie keine Leidenschaften hat. Ne? Man sieht das ja sehr deutlich. Und ja, der Kompass steht halt für Neuorientierung, Neuausrichtung, auch Zentrieren. Also in gewisser Weise bist du jetzt gefordert, dich zu zentrieren und auch neu auszurichten. Du entscheidest jetzt, in welche Richtung der Kurs lang geht und nicht irgendjemand anderes, ja, sondern du. Und du folgst hier deinem Herzen, deiner Selbstliebe, deinem Selbstwert. Du sorgst für dich und du baust dir was Stabiles auf und ja, sorgst für ein gesundes Wachstum um dich herum und in dir ist auch so dieses, dass du auch für deine Gesundheit sorgst. Ne? Wenn du in toxischen Beziehungen bist oder Umfeldern bist, dann wird sich das auch gesundheitlich bei dir gezeigt haben. Und das sind alles solche Sachen, die da drunter fällt. Ne? In den anderen Tarotkarten sieht man die Herrscherin als eine Mutter, die schützend ihr Baby im Bauch trägt, ja, wie eine Schwangere. Und stell dir einfach vor, du bist dieses Baby, was du in deinem Bauch trägst. Und du bist auch für dich verantwortlich, für dieses Kind, für dieses Baby bist du verantwortlich. Und demnach musst du auch Entscheidungen treffen und einen Kurs einschlagen, der dir zuträglich ist. Man vergisst sich selber immer am allerersten, ne? Und hier ist eben angezeigt, mal bitte dich auf dich auszurichten, nach deinen Wünschen, nach deinen Herzenswünschen dich auszurichten. Okay. Ritter der Münzen und Ritter der Stäbe, da geht es um den voraussichtlichen Ausgang. Bitte um Klärung für den voraussichtlichen Ausgang. Ah ja. Die Wege hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Aber ich glaube, damals oder im Januar oder Dezember, ich weiß jetzt nicht genau, da war das aber, glaube ich, eine andere Entscheidung. Es fühlt sich nicht nach der gleichen Entscheidung an. Denn hier haben wir jetzt den Herren. Also mit meiner Entscheidung, Quatsch, mit meiner Entscheidung, mit meinem Gefühl war ich wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, dass es jetzt hier darum geht, wirklich mit einem gewissen Herren Pläne zu machen, wie der weitere Weg sein soll, wie hier, ja, Ritter der Stäbe auf zu neuen Abenteuern, sage ich nur, ne? Also entweder ist es eine neue Bekanntschaft oder du möchtest mit deinem Partner zusammen jetzt neue Abenteuer erleben und dafür gilt es vielleicht hier gewisse Weichen zu stellen, ne? Kompass, Wege. Also das ist ja eindeutiger kann es ja nicht sein. Und ja, höre auf deine Gefühle. Schneid dich hier nicht von deinen Gefühlen ab. Auch so der Hinweis hier, Sense und das Ast der Kelche. Kelch ist im Grunde deine Herzenskraft. Ne? Schneid dich davon nicht ab. Verschanz dich davon nicht, sondern höre wirklich auf dein Herz. Ganz, ganz wichtig. So, was braucht ihr jetzt? Ich hätte gerne mal hier nochmal einen Hinweis für was hindert.
Was hindert? Das möchte ich gerne noch weiter geklärt haben. Was ist hier hinderlich für Krebs im Februar? Was ist hinderlich für Krebs? Machtkampf. Kann es sein, dass du vielleicht mit dir selber haderst? Dass du in dir so unsicher bist vielleicht, dass du so das Gefühl hast, zwei Seelen in der Brust zu haben. So fühlt sich das ja auch für mich irgendwie an. Die eine Stimme sagt, ja, ich will, und die andere sagt, nee, lieber nicht. Also irgendwie ist das so eine verzwickte Geschichte, ja. Was ist denn hier die Heilungsenergie? Erkenne deinen Schatten. Also scheinbar ist da eine Thematik, die wie so eine Wolke um dich rum schwebt, die dich immer wieder beeinflusst, und du machst sie aber halt größer. Kennst du das zum Beispiel mit der Angst? Ich glaube, ich habe sogar hier so eine super Karte, die das so schön darstellt. Da ist das so ein ganz, ganz kleiner süßer Hund, und das Licht scheint auf diesen kleinen Hund, und dadurch projiziert er einen riesengroßen Monster-Schatten. Und die Angst ist im Grunde gar nicht, also Angst ist ja eigentlich auch was Gutes, ne, weil uns das ja beschützt vor Gefahren. Aber wenn es eben zu übermächtig wirkt, dann ist es halt kontraproduktiv. Und so ungefähr musst du das vorstellen. Hast du in deinem Leben irgendeinen Schatten, also irgendeine Energie, der du zu viel Macht gibst? Ne? Wenn das eine Angst ist, dann nimm dieses kleine Hündchen mal auf deinen Schoß, streiche es mal und frag mal deine Angst, wie du ihm helfen kannst, ja, was es braucht. Und schau mal, was da für Antworten kommen. Wenn es nicht die Angst ist oder ein anderes Gefühl, was dich hier, mit dem du haderst, eine Unsicherheit oder irgendwas, ja, stell dir einfach vor, dass es dieses kleine Hündchen oder diese kleine süße Miezekatze ist, die dann hier wie ein Monster abgebildet wird, ne? Und vielleicht hilft dir das, so mal als Rat. Denn das sind, wie gesagt, oftmals Dinge, die zu viel Raum in unserem Leben nehmen und uns einfach blockieren und in unserer Weiterentwicklung blockieren. Vielleicht völlig überzogen sind, ja, völlig überholt sind. Aus irgendwelchen Prägungen, aus irgendwelchen Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, hat uns das so viel Schmerz zubereitet, vielleicht mal, dass wir nicht anders können, dass wir da auch wirklich übersensibel sind. Ne? Wenn du zum Beispiel mal von einem, ach, wie soll ich sagen, wenn du zum Beispiel mal von einem Hund gebissen wurdest als Kind, ne, dann wirst du, das wird dich dein ganzes Leben irgendwie verfolgen. Jedes Mal, wenn du mit dem Hund in Kontakt kommst, das kann der liebste Hund sein. Man ist immer vorsichtig, ne, und man traut sich vielleicht auch nicht, den Hund anzufassen, wenn man das nicht in irgendeiner Weise bearbeitet hat, das Thema. Ich war zum Beispiel früher als Kind schon so, dass ich gemerkt habe, ich habe Angst vor Hunden. Und dann habe ich, glaube ich, als ich 9 war, gesagt zu meinen Eltern, um diese Angst zu besiegen, wünsche ich mir einen Hund. Und ja, ich habe dann auch einen Hund bekommen, und ich habe wirklich auch eine ganze Weile gebraucht, um fähig zu sein, diesen kleinen Welpen überhaupt mal auf den Schoß zu nehmen und zu streicheln, weil ich echt Angst hatte. Irgendwann habe ich gemerkt, dass das ja völlig bescheuert ist, total Gaga ist. Und ein Hund hat mir nie irgendwas getan. Ich weiß nicht, woher diese Angst kam. Vielleicht kommt es auch manchmal aus irgendeinem alten Leben oder irgendeiner Erinnerung, an die man sich gar nicht, also irgendwas, ein Erlebnis, an das man sich gar nicht erinnern kann. Keine Ahnung. Kann ja auch manchmal sein. So, Tier, Kompass, Königin der Kelche und die Herrscherin. Um was geht es denn dabei? Höheres Bewusstsein. Also dein höheres Bewusstsein weiß es schon. Ja, das ist ja interessant, ne? Also wir haben ja ein unteres Bewusstsein, also ein Unterbewusstsein und ein höheres Bewusstsein. Das kannst du zum Beispiel in einer Meditation anzapfen. Wenn dir das noch nicht ganz klar ist, dann versuch das mal in einer Meditation. Oder eben, ne, man sieht hier so diese eine Engelsgestalt, die hier dieses Menschlein hier so abhebt und von dem Ort zu einem anderen Ort trägt. Und dein höheres Bewusstsein ist einfach viel schlauer, weißt du? Wenn du irgendeine Sorge hast, irgendein Problem hast, dann du musst gar nicht genau wissen, was dahinter steckt, was ein höheres Bewusstsein ist. Das ist auch für jeden irgendwie was anderes. Für den einen ist es die geistige Welt, für den anderen ist es der liebe Gott oder das Universum oder dein Schutzengel, oder ist völlig Banane, ja? Da ist eine Kraft,
ein höheres Bewusstsein, mit dem du verbunden bist. Und wenn du da, wie gesagt, eine Sorge hast, dann gib es einfach ab und frage es mal nach Zeichen, in welche Richtung du dich jetzt hier ausrichten darfst, was dir förderlich ist, wenn dir das noch nicht ganz klar ist. Und schau doch mal, was für Antworten kommen. Ja, auf jeden Fall steht ja hier dann eine Entscheidung an. Gut, ich glaube, du weißt das auch schon. Also es fühlt sich für mich so an, als ob du das schon weißt. Ich möchte mal gerne noch reingucken bei der Karte Beistand. Da scheint irgendwie noch was Interessantes oder Wichtiges für dich zu stehen. Ja, du sollst auf jeden Fall diese Vorstellung, dass du immer alles alleine machen sollst und alles auf deinen Schultern tragen müsstest, sollst du mal über Bord werfen. Denn da ist auf jeden Fall Hilfe und na klar fühlst du dich in irgendeiner Weise vielleicht verwundbar, wenn du zugeben musst, dass du auf Hilfe angewiesen bist. Aber da wartet eben auch eine Erfahrung, eine Lebenserfahrung für dich dahinter. Und der würdest du dich jetzt hier quasi auch verweigern. Ja? Also diese Lektion mal anzunehmen, wäre hier förderlich. Ja? Du kannst nicht immer der Macher sein hier, ja? Und du wirst halt da sehr überrascht sein, wie schnell man dir hier zur Hilfe ist. Vielleicht ist das hier, wie gesagt, dieser Engel, der dir hilft. Und verschieb mal diese negativen Erwartungshaltungen, gib die mal auf und öffne dich für Beistand. Mal gucken, was da passiert. Okay? Und dann kannst du mir mal berichten, na, wenn der Februar gelaufen ist, was da passiert ist. Da bin ich ja wirklich gespannt. So, eine Aloha-Botschaft für meine Krebse im Februar 2023. Ich weiß, manchmal fühlt sich eine Situation wirklich so ohnmächtig an, dass man das Gefühl hat, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Irgendeine Verbindung mit jemandem, das funktioniert einfach irgendwie nicht. Da findet keine Kommunikation statt oder die ist immer angespannt, immer mit einer gewissen Anspannung. Und man kann sich Mühe geben und bodenständig sein und immer derjenige sein, der für Harmonie sorgt. Und irgendwie hat man das Gefühl, gar nicht so wahrgenommen zu werden. Und dann ist das wirklich so ein Moment, wo du sagen kannst, okay, ich gebe das nach oben ab, ich bitte jetzt um Hilfe. Oder wo du, vielleicht hast du eine Idee, dass jemand anderes aus dem Umfeld da in irgendeiner Weise vermittelnd wirken kann. Dir werden wirklich kreative Lösungen einfallen. Wir sind jetzt in der Wassermannzeit. Wassermann steht für das Innovative, für ungewöhnliche, unkonventionelle Wege. Vielleicht erhältst du hier einen Geistesblitz. Ich weiß es nicht, aber es wäre möglich und dass dir eben bewusst wird, dass du hier nicht das Opfer bist bei der ganzen Geschichte. Ja? War jetzt für irgendjemand war diese Botschaft jetzt wichtig. Kann sein, dass es nicht für jeden zutrifft. So, bitte noch eine Botschaft für Krebs für Februar 2023. Welche Botschaft möchte hier noch an Krebs? Eine Botschaft an Krebs für Februar 2023. Ja, schau mal. Gebet, göttliche Gegenwart, ich grüße dich in Liebe. Danke für diesen Tag und all die Segnungen, die du mir gibst. Und guck mal, zeigt sich auch glatt die Karte Segen. Möge der goldene Regen des Segens und des Friedens in alles hineinströmen. Ich segne die Gegenwart. Ich erwarte das Beste. Ja, das wäre eigentlich auch so mein Rat, dass du wirklich jeden Tag mit einem Gefühl des Dankes aufstehst und den Tag schon mal bevor er anfängt, überhaupt für alles dankst, was dir begegnet, weil damit ziehst du immer positive Sachen an und immer das Beste erwartest und genauso dann eben auch abends, wenn du ins Bett gehst, dich für diesen Tag und für die Begegnungen und die Erlebnisse und die Annehmlichkeiten, wenn es so kleine Dinge sind, bedankst, damit vermehrst du eben immer dieses Energiefeld. Du baust einfach ein großes, starkes Energiefeld um dich herum auf und damit ziehst du eben auch alles an, was deinen Herzenswünschen entspricht, ne? Und dann bekommst du auch das Beste. Heiliges Licht, Liebeslicht, lasse das heilige weiße Licht in alles einströmen, was mit dir sichtbar und im Verborgenen verbunden ist. Harmonie und Ausgleich geschehen.
Siehst du, das ist im Grunde hier höheres Bewusstsein, ja? Also du bist, auch wenn du das vielleicht nicht so wahrnimmst oder vielleicht nimmst du es auch schon wahr, auch wenn du mit Menschen nicht in Kontakt stehst und da eine große Distanz ist, ja, oder die Umstände in deinem Leben sich noch nicht so zeigen, wie du es dir eigentlich wünschst, bist du energetisch immer damit verbunden. Die Frage ist, ob du sie einlädst in dein Leben und sie auch erwartest, ja. Erwarte einfach die Geschenke wie eine Lieferung, die du von Amazon erwartest. Du hast sie ja abgesendet, du hast sie erledigt und dann zweifelst du ja auch nicht daran, ob sie ankommen. Gut, der ein oder andere zweifelt dann immer noch, obwohl er schon dreimal eine Mitteilung bekommen hat, dass die Lieferung unterwegs ist. Aber in der Regel kommt es ja dann doch an, ja. Und außerdem kommt es auch immer zum richtigen Zeitpunkt an, habe ich festgestellt. Also auch wenn es später gekommen ist, habe ich im Nachhinein festgestellt, war eigentlich ganz gut so, dass es so passiert ist. Also war meine Erfahrung manchmal. Ja, also du bist mit allem sichtbar und nicht sichtbaren verbunden und somit gleichen sich die Dinge in deinem Leben dann auch aus. Vertraue und alles wird gut. Ja. Insofern hab einen wunderschönen Februar und vertraue auch auf den Beistand und bleib schön gesund. Pass auf dich auf. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like oder ein Abo da, falls du noch kein Abo dagelassen hast. Sie sind natürlich kostenlos und auch für ein kleines Dankeschön freue ich mich. Ja, und dann hören wir wieder voneinander, ne? Also macht's gut. Bye bye, eure Tine.